war während des Krieges ein amerikanisches Gefangenenlager, wurde mit Lichtbomben geschützt vor Bombenangriffen. Genauso wie wir in der Nähe. Wir hatten Glück, dass das Dulag bei uns in etwa war. Sonst hätten sie vielleicht bei uns auch Bomben geworfen. Und der hat an seine Tür geschrieben, wie die Amerikaner in Sicht waren, wir grüßen euch als Befreier, schont mein Eigentum. Sinngemäß, ob da genau der Text war, aber sinngemäß ist das so gewesen. Und dann ist ein Unteroffizier da oben vorbeigekommen, hat das gelesen, hat den Mann verhaftet und hat ihn beim Kreisleiterhaus im Bunker in der Habachstraße. Der hat seinen Bunker gehabt in der Habachstraße, wo heute das Pflegeheim da unten ist. Also der Bunker hat ihn abgeliefert und der hatte dann einen Polizisten beauftragt, erst beim Kaufleute angerufen, Sprenger. Und der hat gesagt, aufhängen, und dann hat er einen Polizisten beauftragt, den Namen ich auch noch weiß. Aber das spielt keine Rolle, weil die Kinder können ja nichts dafür. Und der hatte dann den Auftrag bekommen, den Mann am Friedhof aufzuhängen. Also wie gesagt, die erste Begegnung, das war in Greifenstein. Und zwar meine Mutter, die also natürlich dieser Propaganda erlegen war, was die Amerikaner furchtbare Menschen wären. Wir hatten also, Datum weiß ich nicht genau, es war vor dem 8. Mai. Man konnte ja runtergucken bis ins Dilltal. Da, die Amerikaner kommen, die Amerikaner kommen, die werden morgen hier bei uns sein. Als Befreiung, endlich Schluss mit der Nazizeit, mit dem verfluchten Hitlerjugend antreten müssen. Diese ganze Zwang, den wir da hatten. Wir waren also heilsfroh und hatten auch sehr schnellen Kontakt mit den Amerikanern. Die Leute haben weiße Bettücher rausgehängt. Und dann kamen auf einmal die Panzer von der Volbertshäuser Straße über so einen Feldweg bei die kamen dann da raus, wo Helms Hofgut war, da war der Feldweg, da kamen die raus mit ihren Panzer und sind aber nicht Richtung Stadt, sondern sind weiter. Ist nach mir noch ein Panzer abgeschossen worden von den Fahnenjunger. Der Amerikaner war früher in Gießen, wie in Wetzlar, da hat er Wetzlar umgangen, das habe ich auch gesehen, dass sie bei Altenberg auf einmal Richtung Berghausen, also Richtung dort Ost oder sowas abbohren mit ihren zig Autos mit Leuten drauf, gell? German Youth Activities. Das war das Jugendheim der Amerikaner im Kaufhaus KW. Das war während des Kriegs, war das Kaufhaus Linke und ist nach dem Krieg von den Amerikanern als Jugendheim umgebaut worden für Bastelgruppen, für Englischkurse, für eine Theatergruppe, für nach dem Krieg, nach der Schulzeit. Wir mussten raus, wir sollten in 2 Stunden sollten wir raus sein. Es war noch keine halbe Stunde, da kamen sie schon und haben ihre Betten aufgestellt. Und da mussten wir schon raus, das Allerwenigste, was wir gepackt haben, haben wir noch mitgenommen. Die Nähmaschine haben sie unter den Verschluss, unter den Treppverschluss gekippt. Und wenn ich was brauchte, dann ging einer mit dem Gewehr hinter mir her. Ich hatte kein Gewehr. Ich hätte mich ja nicht wehren können und wollte mich auch nicht wehren. Es war vorbei, der Krieg war vorbei. Wir waren alle froh, dass er vorbei war. Und da waren Holzkisten drin im Anhänger mit grünen Ecken. Sie wissen nicht, was das bedeutet für die damalige Zeit. Eine Holzkiste mit grünen Ecken hieß, da ist die Verpflegung für 12 Tage. Frühstück, Mittagessen, Abendessen in Päckchen drin. Und diese Kiste, die haben wir schleunigst den Amis geklaut. Wie die rauskam, die sind da abgefahren, es ist nie was drauf gewesen. Aber immerhin, wir hatten 12 Portionen Essen. Man wusste auch nicht, ja, wie es geht. Die haben die Häuser durch Waffen durchsucht und solche Dinge. Also die Leute waren echt verunsichert. Ich möchte sagen, bis man mal langsam Tritt gefasst hat, war vielleicht das Jahr 48.